Willkommen zurück zum spannenden Finale und Abspann und allem, was es noch so gibt. Es kann sein, dass diese Folge Überlänge hat. Macht aber nichts. Wir müssen jetzt Freddy erstmal aus seiner total misslichen Lage befreien. Und das fangen wir jetzt mal hier an. Hallo. Warte, das waren eine Menge andere Leute, die ich nicht verdächtig habe. Ach Freddy, das ist jetzt egal. So, jetzt schaukel mal. Schaukel los, schaukel. Ja. Schaukel, schaukeln sollst du, viel schaukeln, ja, mach ja, wunderbar, da gehst du hin, genau, nimm es, näher an dein Silberohr heran, du kannst es dir greifen, ja, wo haben wir denn das Silberohr, hier, oh. So, das klappt so nicht, aber hier, ja, wie wild reibst du das Silberohr ein paar Mal auf dem Steinboden entlang? Es bekommt eine scharfe Kante, scharf genug, um eine Gefahr darzustellen. Hervorragend, und wir brennen schon. Und ich glaube, wir sind hier gleich im Eimer, oder wie? Hallo, wo ist denn jetzt mein Silberohr? Ja. So, oh nein, ich bin tot. Das war's. Ja. Ihr Lieben, ja, ich hab okay, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ja, ist gut, Freddy. Schaukel. Schaukel. Schaukel los. Oh, schönes Licht nochmal da drin. Mach. Wir ja, okay, jetzt nimm das Ohr. Gut. Ja, jetzt nimm das. Oh Gott. Wo ist das scheiß Ohr? Ohr auf. Hier, auf Stein. Ruppe. Super. Ja. Und auf die Fesseln. Ah, nee, warte, jetzt kann ich noch dran. Okay, und Fesseln aufschneiden. Ja, gut. Jawohl. Es gelingt dir, das durchzuschneiden und nichts wie raus da. Ja, wie der Blitz. Oh, meine Güte, Kinder. Jetzt möchte ich das erst nochmal zwischenspeichern hier, weil sonst fangen wir das nochmal von vorne an. Das wäre ja grauenvoll. So, Penelope. Du Schlampe, jetzt bist du dran. Ja, nun macht mal was hier. Hallo. Ah ja, jetzt geht's weiter. Hallo. Die Gerechtigkeit wird siegen, Mann. Ich weiß, ich hätte meine Zeit nicht verschwenden sollen, diese Mappen zu sortieren. Meine Güte. Shit auch. Ich überlasse dir die Wahl, auf welche Art du sterben willst. Oh, genau. Was sagst du da? Ja, ne? Tut mir leid, du hast zu lange gebraucht, dich zu entscheiden. Penelope schnappt sich eins der Schwerter aus dem Bürgerkrieg, die über der Tafel hängen. Aber ich schnapp mir natürlich das andere, ne? No. So. En garde! Und dann. En garde, aber bitte erstmal speichern. So. Okay, gut. Und dann können wir loslegen. Jetzt muss ich fechten, ihr Lieben. Das kann nur im Elend enden. Hallo, was brauchst du denn so lange hier? Hallo. Er geht en garde, okay. So. Und was ist denn hier? Ja, oh, wow! Habe ich vergessen, dir zu erzählen, dass die Meadville Volksschule das erste weibliche Fechtteam im ganzen Land hatte. Ich möchte jetzt mal was machen können. Scheiße. Oh, Mist. Oh, nein. Jetzt, ja, ich bin jetzt tot. Ich kann gar nichts machen. Okay. Das war schon mal versiegt. Okay. Ja, und weg. Okay. Ja, okay. Oh nein! Da krieg ich Luft aus. Schnell weg. So. Ja, ich war zu schnell. Ich muss jetzt warten. So. Ja, das hatten wir. Mach mal Pause. Ich weiß nicht so recht. Das war beeindruckend. Was nehmen wir? Die Mitte, ne? Oh. Ja. Die goldene Mitte. Aber wieso? Moment mal. Da habe ich mein Schwert. Okay. So, jetzt kann ich. Jetzt kann ich sie schieben. Ja. Was verdient? Wieder mit dir. Wieder. Nimm das. Nimm das. Wenn ich sie nämlich in die Ecke dränge, dann ist es gut. Dann ist es richtig gut.
Hau zu, Freddy. Ja, 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 ja. Ah, Gott sei Dank. Scheiße, jetzt hast du meine Pläne florettiert. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr. Mist, das ist kein Florettiert. Achso, kein Florett, das ist ein Säbel. Ein Florett ist gerade und hat zwei scharfe Kanten. Man achtet sich vom französischen Florett, das stumpf ist und hauptsächlich zum Stoßen verwendet wird. Ein Säbel wie dieser ist gebogen und hat eine scharfe Kante. Oh mein Gott. Freddy, bist du schlau. Als Lehrerin und Mitglied des Fechtteams solltest du das eigentlich am besten wissen. Ja, Freddy, du Schlaumeier. Alle besiegt und jetzt auch noch alles Bessere belehrt. Jetzt fühle ich mich aber wirklich bescheiden. Gott sei Dank habe ich am hochschulinternen Sportprogramm teilgenommen. Das war ich jetzt Fettuccini à la Freddy. Oh Gott, da kommt Kenny. Kann ich speichern? Ja. Das tue ich jetzt auch. Jede Menge Live-Speicherung hier. Okay. Kann ich an mein Inventar? Nee. Ah, nun kommt. Macht weiter! Macht einfach hier weiter. Na, hallo. Ah, er läuft. Was passiert denn jetzt? Will er denn hier? Wer war das denn? Also, ich glaube, du warst das. Nee, die kannst du nicht gut. Ach, ja, du. Macht du Neku. Ach, du bist das. Ja, ist genau. Schön, dich wiederzusehen, Kenny. Ich hoffe, ich habe dir die Hand nicht verletzt da draußen auf der Straße. Ich muss mal ganz geschwinde mein Inventar umtauschen, weil ich den jetzt mit dem Silberohr abmurksen kann. Huch. Was war das jetzt? Vergiss die Haare, Kenny. Das ist besser. Ja, ja, du schwingst dein scharf geschliffenes Ohr wie einen chinesischen Wurfstern. War das nicht japanischer? Ist egal. Wirfst ihn durch den Raum auf Kenny und triffst ihn genau an der Kehle. Yippie! Oh, die zuckt noch. Und ja, ja. Ui, und da fängt sie aber an zu quallen. Nix wie raus. So, ihr Lieben, das ist das Finale. Epilog, mach mal Pause, junger Mann. Ja, gerne. Gott sei Dank. Jawohl, ich muss da. Ach so hat es zutragen. Ein paar Sekunden bevor das Schulhaus in Rauch aufgegangen ist, wie es der Leiter zur Kursgold noch nie gesehen haben, hat der Freddy mit seinem greislich zerfetzten Ohrwaschel noch rausspringen können. Nachher ist die ganze Wahrheit rausgekommen über Penelope und wie er es intrigiert hat, weil es die Ölrechte hat kaufen wollen. Bei der Explosion hat es nach menschlichem Ermessen eigentlich gar nicht überleben können. Aber wenn komisch ist schon, dass man ihren Leichnam nie gefunden hat. Ja, ja. Ich glaube, die ist mich doch noch entkommen irgendwie, wie auch immer. Ein Sheriff Shift und ein Balance haben sie aus der Stadt geschmissen. Die Stadtleiter selber haben die Ölrechte gebracht und mit einem Haufen gefördert. Und bald sind sie alle im Geld geschwommen und haben die Stadt wieder hergerichtet und so richtig auf Vordermann gebracht. Ich hab schließlich mein Messer wieder gefunden. Stell dir auf, was? Ich will es alles voll in Höhe lassen. Ja, irgendwie bin ich wahrscheinlich mit Dummheit gestraft. Ja, auch Willi. Was an Freddy angeht, also der hat sich noch ein paar silberne Prothesen gemacht und ohne für das Ohrwaschel, wo ihm der Kenny abgeschossen hat und der andere für das ein Ohrwaschel, wo ihm Kenny fatalerweise in einer Kugel der Steckerblim ist. Oh Gott. Aber trotz dem ganzen Zirkus hat es niemand nicht gespannt, dass der Freddy ein Revolver heute ist. Und das war gut so, weil am Freddy sein Abenteuer noch lange nicht vorbei gewesen ist. Oh oh. Aber das ist ganz eine andere Geschichte. Ja, nur leider hat man nie eine Fortsetzung gesehen. Und jetzt ob ich von meinen Schoß. Ich krieg schon langsam einen Krampf in die Haxen. Und ich erst. Ja, jetzt kommt noch die Abschlussballade, da lege ich aber den
Song vom Allowed runter. The hometown still remembers how the old schoolhouse was blown to embers, though Miss Grimm's body was never, ever found. Since the sheriff and the banker made the folks, of course, go red with anger, they tarred and feathered and ran them out of town. And Serini, he became an ordinary wreck, salty Pishan, down on the Pecos, where engine hearts still burn. While the townsfolk safe from danger talk about that silver earlobe stranger, where did he come from, and when will he return? Fargus, Freddy Fargus, black gold fields were his legacy. Freddy Fargus, Freddy Fargus, peerless, earless, and free. Ja, ihr Lieben, und da steht Freddy auf dem Hügel und reitet der Sonne entgegen. Wird er nach Korsgold zurückgehen oder nicht? Oder wird er als furchtloser, ohrloser, silberohriger Fremder irgendwohin entschwinden? Das werden wir leider nie erfahren, weil es leider nie ein Nachfolgespiel gab, was ich sehr bedauere. Nicht, Freddy? Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Mach mal weiter. Okay, ich fürchte, da müssen wir jetzt durch, ihr Lieben. Es kommt nämlich noch mehr. Ich weiß nur nicht, wie lange das hier dauert. Ende. Aber es ist noch nicht Ende. Es kommen noch ein paar Outtakes aus dem Spiel, die wir aber nicht fabriziert haben. Die sind da einfach so drin. Kommen die ganzen Abspende. Da sieht man noch meine Lieblingsszene. Ja, das sind alle Leute, die es verzapft haben. Ich sage euch schon mal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, das mit mir zu spielen. Besonders an dich, Neku, für diesen grausamen bayerischen Kram. Hast es toll hingekriegt. Ja. Und wir haben es ja auch nicht vorher. Wir haben es ja auch nicht vorher geübt, ne? Das ging ja nicht. Nee. Leider. Naja, wäre auch wurscht gewesen. Was steht da? Du stirbst vor Lachen. Schieß los. Was? Ja, es soll ja tatsächlich Leute gegeben haben, die schon vor Lachen gestorben sind. Das ist gar nicht so toll. Ja, das hatten wir ja mal. Ja. Das hatten wir, das Thema, ja. Weil wir uns ja sonst auch immer so in unserem Let's Play Togethers totlachen. Kundendienst, die hatten einen Kundendienst, okay. Wobei, in den Zeiten... Ah, jetzt geht's los, das sind die Outtakes. Freddy, du... Warum, Penelope, warum? Warum zum Teufel hast du all das getan? Ich denke, das kann ich dir jetzt schon sagen. Du weißt eh zu viel, also kann ich dich sowieso nicht am Leben lassen. Da kommt gleich ein Regisseur, Neko, den kannst du dann gerne sprechen. Mhm. Ja, wenn sie hier fertig ist. Ich traue mich jetzt nicht wegzuklicken. Ich hatte gerade meine Ausbildung in der Meadville Volksschule in West Pennsylvania abgeschlossen. Und dann, was war da noch? Weiß ich schon gar nicht mehr. Warte, Josh, darf ich eine Frage stellen? Shelly, wie oft sollen wir diese Szene eigentlich noch drehen? Ich verstehe einfach nicht, weshalb ich das überhaupt erzählen soll. Na, Blödsinn. Wobei das immer alle machen, auch in Kriminalfilmen, wenn da einer einen erschießen will. Du bist das, der Regisseur, Neko. Hallo? Ich meine, warum sollte Penelope Freddy all das auf die Nase bieten? Warum legt sie ihn nicht einfach um und geht wieder zur Tagesordnung über? Hat sie nicht Unrecht mit, ne? Mach's einfach nur okay, ich will heute noch nach Hause. Hier geht's um Schauspielkunst, Gil. Davon verstehst du sowieso nichts. Ja, jetzt zicke ich hier einfach mal ein bisschen rum. Sag mal, Neko, bist du noch da?
Ich glaub, ja, das aber ich sehe nichts mehr. Ah ja. Oh, Schitte. Moment, dann machen wir eine kurze Pause. Das haben wir gleich wieder. Ja, also irgendwie war das noch eine Panne. Neko sieht nämlich nichts mehr. Siehst du immer noch nichts? Jetzt sehe ich wieder was, ja. Oh. Ah, schön. Oh mein Gott. Ja, du hast mich, du hast mich getroffen. Du hast mich wirklich getroffen. Jetzt sind wir alle durcheinander hier. Ja. Schnicks! Slummi! Ja, sie haben mich geschnitten und bluten tue ich auch. Ich hoffe, es ist was Ernstes. Ich gehe vor Gericht, bei Margaret Hamilton war es genauso, weißt du? Wo blutest du es denn? Ah, der macht du den nicht. Genau, ja. Das am ist nämlich Finger. Dein Part, ja. Ha, mit dem Finger hat er sich die längste Zeit am Ohr gekratzt. Halt bloß die Fresse, das ist alles nur deine Schuld. Hältst du noch, eine Einstellung lang durch, Jill? Klar, Joshua, ich hab Blut und du kriegst dein Spiel in den Kasten, das willst du doch, oder? Joshua. Na klar. Also dann mal los, worauf warten wir? Kommt schon, auf geht's! Mach dir den Schmerz zunutze, richte ihn gegen Shelly. Okay. Okay. Ja, und ein bisschen was haben wir jetzt versäumt hier. Schade, aber wenn so Pannen passieren halt eben, besonders wenn man zu dritt spielt, jetzt bleibt nicht aus, also so toll ist die Technik dann auch noch nicht. So! Oh, mein was förmischer Freund, ich sei nur eine müde Restan davon in weit entfernten Land. Shit! Habe ich einen Fehler gemacht? Du hast dir plötzlich einen anderen Akzent zugelegt, Anton. Oh Gott, Anton. Red so, wie du immer was redest, Slowie. Was willst du damit sorgen? Hast doch alles gepasst. Du würdest einen indischen Akzent doch nicht auch mal erkennen, wenn ich die ins Gesicht spring. Hab nichts davon gehört, dass er Sächsisch reingebracht hat. Ich fand's ganz gut. Ich geh jetzt mal Container. So kann ich nicht arbeiten. Buch mein Agent an, wenn du mein Agent nicht bist. Anton, lachst du dir am meisten? Ohrmeißen, oh, schau her, das freut sich von denen Ohrmeißen. Mike, sieh zu, dass du Antons Agent an die Stippe kriegst. Steve, hol die anderen. Programmierer, runter. Chill, nimm 5. Ich nehm lieber 6. Okay, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert. Ich glaube, das war es jetzt ziemlich. Da sehen wir noch die ganzen Leute, die mitgespielt haben. Die lesen wir aber wie immer nicht vor. Wir singen auch kein Lied. Oh ja, da kommt doch noch die Szene. Slummi, du wieder. Stand Doppel. Hey, ich hab gesagt, Stand Doppel. Stand Double. Den Spruch mache ich bestimmt nicht selbst. Da breche ich mir ja das Genick. Chill, mach's einfach, okay? Ah! Kann gar nicht sein, sie hat gestern gekündigt. Shit, ich hätte es doch nicht machen sollen, Mist. Was, wieso denn? Die Leute arbeiten hier mit mir. Ich spüre Renitenz, also spring jetzt endlich, bevor die Kulisse völlig abgebrannt ist. Ich klicke jetzt nichts mehr hier. Das müssen wir eben durch. Spielt diese Szene nicht nachts? Wir produzieren auch die Nachtszenen tagsüber. Ist billiger. Das wird später von den Grafikern entsprechend nachgearbeitet. Aha, so machen die das also. Jetzt wissen wir es. Ah, ich verstehe. Und jetzt verschwinde vom Set, Millie. Ach, du Millie. Aber ich wollte doch sehen, wie Gil sich das Genick bricht. Ja.
Weg da! Er ist schon ohne dich nervös genug bei dieser Szene. Dann geh ich hin. Okay. Wir sind weg. Das ist doch Käse, ich verspreche dir, das geht schief. Dasselbe ist Margaret Hamilton passiert, weißt du? Was ist denn die? Macht's nur und Action! Oh, Sanitäter, Sanitäter! Schnitt! Also das ist fast noch das Lustigste an diesem ganzen Spiel. Oh Mann! Dieses Adventure-Spiel ist reine Fiktion und fällt unter die allgemeinen Bestimmungen der Parodie. Das heißt, wir hoffen, dass uns aus dem, was wir in diesem Spiel gesagt und getan haben, kein Strick gedreht wird. Falls doch, berufen wir uns einfach auf die bewährte Ausrede. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Ereignissen sind nicht beabsichtigt. Oh, das war mir jetzt zu schnell. Ich glaube, jetzt geht's nochmal von vorne los. Ja. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Euch beiden nochmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Allein hätte ich da nämlich null Blöcke drauf gehabt. Und so hat es viel Spaß gemacht, Slowie, dein sächsischer Streamer. Ich habe das am Anfang gar nicht mitgekriegt, ich hatte das schon denkt. Und Nekru, wenn wir nochmal einen bayerisch-österreichischen Sprecher brauchen, kommen wir wieder auf dich zurück. Ist das okay? Oh ja, vielleicht. Schauen wir mal. Alles klar. Okay. Gut, ihr Lieben, dann sagen wir allen Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together mit Slowi und Marlene und mit wem auch noch immer. Mit was für einem Spiel, wissen wir jetzt noch nicht. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, kleinen Nachschlag haben wir hier aber doch noch. Hier, guck mal, Punktestand zum Schluss 987 von 999 Punkten. Kannst du stolz drauf sein, du toller Hecht. Hey, ich bin ein toller Hecht. Das habe ich aber nur geschafft, weil ihr mitgemacht habt. Sonst hätte ich bestimmt nur 500 Punkte gehabt oder so. Ja, und jetzt sagen wir endgültig Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.